Hi Leute, das ist Sanu hier und willkommen zu einem Division 2 Titel Update 21.5 Video. Morgen am 1. Oktober ist eine Wartung und da gibt es den Patch 21.5, die Patch Notes, die gehen wir mal kurz durch, so ein paar Sachen. Ich möchte vorweg sagen, nochmal kurz auf das Event anzusprechen, das eigentlich ganz geil war, das XP-Event, aber auf der einen Seite auch wirklich so einige Spieler und Spielerinnen gab, die da Probleme hatten und keine XP bekommen haben, weil das Event nicht aktiv war. Ja, hat sich Keksball hier, unsere Daria von Massive, die hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass sie diesbezüglich sich was einfallen lassen. Also, dass weitere Events kommen werden und dass das Team schaut, woran das gelegen hat. Weil das ist echt ärgerlich. Beziehungsweise wenn man sich dann da frei nimmt extra oder was, ihr wisst ja, was ich meine. Ne, kann wirklich ärgerlich sein. So, auf jeden Fall gehen wir mal die Patch Notes durch. Okay, die Climax-Mission von der Season 1 im Jahr 6. Behoben ein Problem, bei dem Feinde nicht auf den Spieler reagierten, wenn dieser vor der Arena im Bunker blieb. Das wurde behoben. Dann ein Problem, bei dem Chimera den Granatwerfer nach Erreichen der dritten Phase nicht benutzte. Und ein Problem, bei dem Chimera Kina während des finalen Kampfes angriff. Krass, was für komische Fehler. Glück lief das. Ein Problem, bei dem Chimera Schockgranaten statt nur Splittergranaten verwendete. Ein Problem, bei dem Kina null Schaden an Chimera verursachte, wenn er ihn während des finalen Kampfes beschoss. Könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr einer dieser Probleme gehabt habt. Ein Problem, bei dem Kina sich nach jeder Hacking-Phase selbst heilte. Ein Problem, bei dem Dampfrohrvorrichtungen keinen Schaden nahmen und ihre Funktionalität nicht unterbrochen wurde, wenn versucht wurde, sie zu stören. Ein Problem, bei dem der Countdown für das Deaktivieren der Schilde weiterlief, nachdem Kina während des finalen Kampfes niedergeschlagen wurde. Ein Problem, bei dem das Sterben im dritten Kampf nach dem Besiegen aller Gegner dazu führte, dass sich der Bunkereingang schloss und die Rückkehr der Spieler verhinderte. Alter Vater. Behoben wurde ein Problem, bei dem Kina begann, NPCs anzugreifen, wenn er während der Hack-Animation niedergeschlagen und wiederbelebt wurde. Das ist auch krass. Ja, da kam der alte Kina wieder in ihm hoch. So, die Weltrangentfernung. Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler auf Stufe 40 keine Erfahrungspunkte für den Season Pass und die Manhunt-Events sammelten, wenn sie Kinas Uhr nicht freigeschaltet hatten. Ein Problem, bei dem die Kontrollpunkte der Mast und Erdloch nicht zurückgesetzt wurden, wenn ein Spieler alle Kontrollpunkte mit einem nur in DC geboosteten Stufe 40 Charakter zurücksetzte. Ein Problem, bei dem The Summit auf der Megakarte auf Stufe 30 nicht angezeigt wurde und ein Problem wurde behoben, bei dem die Standorte außerhalb des Kenley Colleges auf der Megakarte auf Stufe 30 auch nicht angezeigt wurden. Da sind noch viele Bugfixes tatsächlich nur drin. Weitere Änderungen auch behoben wurde durch ein Problem mit der Dark Hours Bestenliste, also mit dem Dunkle Stunden Raid, bei dem fälschlicherweise das Top-Clan-Team aus dem Iron Horse Raid in den Abschlusszeiten angezeigt wurde. Ja, das ist auch ein krasser Buff. Wird das beste Team aus dem einen Raid in dem anderen Raid als bestes Team angezeigt. Krass. Behoben ein Problem beim Matchmaking in der Dark Zone, bei dem Spieler außerhalb ihrer SHD-Level-Kategorie in Teams eingeteilt wurden. Behoben auch ein Problem, bei dem Spieler beim Matchmaking für die beiden Climax-Missionen im Camp White Oak manchmal in dieselbe Gruppe kamen. Behoben auch ein Problem, bei dem Spieler das Matchmaking für Kenley College starten konnten, obwohl es inaktiv war. Als ob im Kenley College überhaupt noch irgendjemand rumwuselt. Ja, kann man sich schon nur verirrt haben. Ein Problem, bei dem jeder Gewehrschuss das Audio für jede Waffe ununterbrochen abspielte. Okay, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Behoben ein Problem, bei dem die Beschreibung für das Talent Mosquito Song fehlte. Und zusätzlich gab es noch ein paar weitere kleinere UI-Fehlerbehebungen, die hinzugefügt wurden und verschiedene Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen wurden hinzugefügt, die der Standard-Motive-Kram, ne? Mehrere Probleme, die den Ton betreffen, wurden auch behoben und verschiedene Animationsprobleme wurden gelöst. So, tatsächlich ein komplett nur Fixes, ne? Nichts Neues drin. Also ich hoffe jetzt, wir haben jetzt am Montag den 30., wo das Video live geht. Ich denke mal am Wochenende, jetzt muss ich überlegen, Donnerstag, Feiertag, 4. Am 4. werden wir hoffentlich die Patch Notes kriegen, eventuell vorher, und dann können wir die mal durchgehen und dann schauen, was die Phase 2 zu bieten hat. Weil ich denke, ich habe ja schon mit der PTS Phase 2 jetzt gerechnet, am vergangenen Wochenende, aber da war das XP-Event. Ich gehe stark davon aus, dass sie es deswegen verschoben haben und dann einfach, um nochmal mehr reinzugucken in das ganze Feedback. Und wenn dem dann so sein sollte, jetzt am Wochenende, dann brauchen die noch ein bisschen, um das Ganze aufzuspielen und zu finalisieren. Gehe ich persönlich
wirklich stark von aus, dass wir, Ahnung, lass mal gucken, Oktober, dass wir eventuell am 15. Oktober, das sieht, glaube ich, ganz gut aus, Dienstag, der 15. Oktober, dass da eventuell die neue Season startet. Wenn nicht der 22., da auf jeden Fall. Also viel länger werden und können die eigentlich nicht warten. Aber der 15. klingt tatsächlich ganz realistisch. Ja, warten wir es ab, Leute. Haut mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und ich sage, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.